Warte, hatte du da? Nein, nein, das wird kein Ausflug in die Abgründe der deutschen Musik. Versprochen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was hast du denn da benutzt oder das Werkzeug habe ich ja noch nie gesehen oder was war denn jetzt das in deinen Videos? Ich versuche zwar immer, alles, was ich so an Material und so benutze, in der Videobeschreibung zu verlinken, aber das mache ich natürlich nicht mit den Dingen, die ich regelmäßig benutze, die ich immer wieder zum Einsatz bringe. Also mein ganzes Werkzeugarsenal, das stelle ich natürlich nicht jedes Mal einzeln vor. Die Frage kommt aber natürlich immer wieder, wie gesagt, und deshalb wollen wir genau das heute mal machen und wir fangen an mit allem, was keinen Strom braucht, wobei da schon eine kleine Einschränkung rein muss, fast keinen Strom braucht. Und es geht los mit dem hübschen apfelgrünen Etwas hier. Das ist eine Schneidmatte, das ist genau genommen eine selbstheilende Schneidmatte und das sollte das Erste sein, was oben drauf liegt auf eurem Basteltisch. Denn in diese kann man hineinschneiden und durch das Material, das im Kern dieser Schneidmatte sich befindet, verschließt sich dieser Schnitt dann wie durch Magie nach einiger Zeit wieder. Ja, dann bleiben wir noch gleich beim Bereich Schneiden und wir beginnen hier mit den Scheren. Hier eine ganz normale Haushaltsschere, in dem Fall von Victorinox. Gibt es überall beim großen A oder natürlich im Haushaltswarenladen eures Vertrauens. Die braucht man, um zum Beispiel Grasmatten zu schneiden oder auch andere größere Dinge aus Papier zum Beispiel auszuschneiden. Dann habe ich aber auch noch kleinere Scheren, eine Fingernagelschere und sogar eine Nagelhautschere, weil mit denen ist es möglich, sehr fein zum Beispiel um Deckels herum zu schneiden, damit man möglichst wenig Rand am ausgeschnittenen Deckel zum Beispiel hat. Die sind jetzt bei mir auch von Victorinox, man kann auch direkt bei denen bestellen auf der Homepage oder man schaut, was man eventuell noch im Kosmetikschrank hat und eh nicht mehr benutzen würde. Vielleicht dann vorher nochmal zum Scherenschleifer bringen, weil nichts ist schlimmer als ein unscharfes Messer oder eine unscharfe Schere. Dann gehen wir rüber zu den Messern. Das ist hier, kennt man nur, wenn man vorher mit der Berufsgenossenschaft schon mal Kontakt hatte. Sicherheitsmesser, das man hier so rausschieben kann. Dann kommt die Klinge zum Vorschein und sobald man loslässt, springt die wieder zurück. Völlig untaugliches Produkt, aber die Berufsgenossenschaften in Deutschland hätten das gerne so. Das ist hier eher so der Klassiker, die ganz normale Abbrechklinge, die man rausschieben kann und natürlich auch wieder zurückschieben kann. Ist aber halt eine feststehende Klinge, sieht dann die Berufsgenossenschaft nicht so gern. Das hier übrigens ein Werbegeschenk von Gunther's Car Company. Und da auch schon direkt der Hinweis, die Dinge auf gar keinen Fall kaufen. Also das Martor, das Sicherheitsmesser schon mal gar nicht, weil das ist einfach rausgeworfenes Geld. Und die Abbrechklingendinger, die bekommt man als Werbegeschenk jederzeit irgendwo hinterhergeworfen. Dann haben wir hier das Bastelmesser mit der klassischen Number 11 Blade. Das ist zumindest das, was man immer wieder in den amerikanischen Videos hört, wenn man da welche schaut. Es steht auch hier auf der Klinge drauf. Ich weiß nicht, ob es im Video irgendwie zu sehen ist. Meines ist jetzt hier von AK Interactive. Das gibt es aber auch zum Beispiel beim großen A oder im Büromarktbedarf in so Sets. Da sind dann auch noch andere Klingen drin. Mach das mal auf, damit das nicht so spiegelt. Die dann andere Formen haben, aber der Klassiker ist hier die Nummer 11. Und da sollte man auch immer ausreichende Ersatzklingen von zu Hause haben. Oder man nimmt natürlich ein Skalpell. Das sollte man vielleicht jetzt nicht dem Chirurgen bei der letzten OP geklaut haben, sondern das kann man natürlich auch so ganz normal käuflich erwerben. Meines ist jetzt von Josswood, aber das gibt es natürlich auch ganz normal im Handel oder auch im Medizinbedarf kann man sowas bekommen. Dann habe ich hier noch speziell zum Abtrennen von Spritzlingsteilen einen sogenannten Sprue Cutter von Micromark, der hier eine sehr glatte Fläche hat und damit die Nachbearbeitung des abgetrennten Spritzlings
auf das Kleinstmögliche minimiert. Manchmal ist der allerdings ein bisschen schwach auf der Brust. Wenn der Spritzlingsast ein bisschen stärker ist, dann bediene ich mich hier gern des Knipwerkseidenschneiders, des Kleinen. Der macht da auch seine Arbeit sehr gut. Trotz der besten Tools ist es manchmal unumgänglich, dass man etwas nacharbeiten muss, wenn man Spritzlinge vom Spritzlingsast abgetrennt hat oder Lasercut-Teile aus dem Träger herausgetrennt hat. Da kommen dann Feilen und alle möglichen Schleifschwämme zum Einsatz. Ich habe jetzt hier mal ein paar aufgelegt. Das sind Sanding Sticks, die also auf beiden Seiten jeweils die Körnung haben, die sie außen angegeben haben. 220, 1000, 4000. Da gibt es auch noch diverse Zwischengrößen. Meine sind jetzt hier mal wieder von Micromark. Ihr merkt schon, ich bin da guter Kunde offensichtlich. Genauso von Micromark ist hier dieses Diamantfeilen-Set, zu dem eigentlich auch dieser Griff gehört, in dem man dann die jeweilige Feile einsetzen kann, was ich aber eigentlich nie mache. Das ist sogar so fest zugeschraubt, das lassen wir jetzt einfach mal, weil man die eigentlich auch ganz nett hier an dem unteren Teil in die Hand nehmen kann und dann ganz normal damit feilen kann. Schleifpapier natürlich auch, ganz klar in unterschiedlichsten Körnungen hier. Das Orange in einer sehr groben Körnung, nämlich in einer 40er und das Schwarze hier in 6000. Das gibt es in jedem Baumarkt. Da muss man aber unbedingt darauf achten, dass die nicht abfärben. Und ja, das tut das Orange hier tatsächlich. Ich verstehe es nicht, aber so ist es. Und deshalb ist das ein Fall für einen Mülleimer. Dinge messen, ganz essentieller Teil im Modellbau. Der Klassiker natürlich, der Gliedermaßstab, der Zollstock, der Meter, wie auch immer man das gute Stück nennt. Man soll es auf gar keinen Fall kaufen, auch wenn das jetzt hier die sehr ungewöhnliche Version ohne Werbeaufdruck ist, kenne ich die eigentlich immer nur mit, weil die gibt's auch wie die Abbrechklingenmesser hinterhergeworfen. Dann haben wir hier ein Stahllineal, in dem Fall von Formann. Das ist gleichzeitig auch noch ein Maßstabslineal für den Maßstab 1 zu 87. Da muss man also darauf achten, dann, wenn man da was misst, dass man da wirklich die richtige Skala abliest. Hier wäre nämlich die in 1 zu 87, Meter in 1 zu 87 und hier die Zentimeterskala. Das Schöne an dem Lineal ist, dass es beidseitig wirklich bei 0 anfängt und man es direkt anlegen kann. Was auch für die hier gilt, kleinere Stahllineale, jeweils 15 cm. Das hier jetzt von E-Boot, das hat oben Zentimeter und die sogar nochmal im Millimeterbereich, glaube ich, feiner aufgranuliert. Ne, das war hier das zweite, das hier im vorderen Bereich tatsächlich nochmal die Millimeter unterteilt hat. Also das hier von E-Boot, ein Stahllineal. Das hat hinten drauf nochmal irgendwie eine Umrechnungstabelle, die ich aber noch nie benutzt habe. Und das hier von AK Interactive, das vorne die Zentimeter und hinten die Inches hat. Nicht so gut bin in kleine Sachen da ablesen von so einem Lineal und das vor allen Dingen auch nicht beim Messschieber kann, habe ich in dem Fall einen elektronischen. Und der ist jetzt hier von InSize. Klar, schaltet man einfach ein, zieht ihn raus auf die zu messende Länge. Kennt, glaube ich, jeder das Prinzip, wie es funktioniert. Ich bin sehr froh, dass die Dinger mittlerweile auch in digital mit einer einigermaßen guten Genauigkeit zu einem einigermaßen guten Preis gibt, weil ich, wie gesagt, beim Ablesen manueller Messschieber eher nicht so der Held bin. Pinzetten natürlich in allen Farben und Formen. Jetzt hier der Ferrari unter den Pinzetten quasi von Fomm mit einer sehr feinen Spitze. Oder hier von Bernstein eine, die kann man glaube ich nicht lesen, ne? Die antistatisch ist, die ist aus Plastik. Ja, hier mit breitem Greifflächen, mit sehr dünnen Spitzen. Die selbstschließenden Varianten,
Die hier ist jetzt von, hatte ich gar nicht gesagt, ja, die ist von Non-Magnetic Stainless Steel und die leider auch. Also muss ich nachgucken, wo die beiden her sind. Da weiß ich es, die ist aus dem Hause Yoswood. Da weiß ich es wiederum nicht, ist auch ein Selbstschließer. Mit schöner Holzintarsie hier, also sehr hübsch gemacht. Sieht aus wie aus China. Ist wahrscheinlich auch von dort. Das hier ist mein Allrounder, das ist meine absolute Lieblingspinzette von Knipex. Die 923437, die hatte ich schon mal in einem eigenen Video vorgestellt, so geil finde ich die. Nach wie vor meine absolute Lieblingspinzette. Die Form, die gebogene ist gut, die geriffelten Backen sind gut, damit die Teile gut halten. Und ich kann mit dieser Pinzette einfach super gut arbeiten. Hier noch ein bisschen aus dem Exotenbereich mit Keramikspitzen, damit die leiten nämlich keine Wärme. Das ist vor allem im Bereich Löten ganz praktisch, wenn einem die Hände nicht warm sind, wenn man da das zu lötende Teil hält und mit dem Lötkolben Hitze zuführt. Und dann sind wir jetzt hier beim letzten Teil der Werkzeuge in der Franconian und Western Bastelecke, die ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist alles, um irgendwie Winkligkeit herzustellen und die ich regelmäßig benutze. Das geht los hier bei diesen Magnetic Clamps. Die hatte ich im Huscher-Video ja auch zum Beispiel gezeigt, um zwei Bauteile quasi einzuklemmen und dann im rechten Winkel auszurichten. Dann haben wir hier auch aus dem Huscher-Video bekannt die 1-2-3-Blocks. Die sind, wie auch die Kollegen hier, Magnetic halt, wieder mal, muss ich fast sagen, von Micromark. Wobei die Clamps tatsächlich von Process aus der Türkei stammen und erstmal über den Teich und dann wieder zurückkamen zu mir. 1-2-3-Blocks oder auch Machinist-Blocks oder auch 25-50-75-Blocks genannt. Es gibt relativ viele Namen für die Dinger. Der geläufigste, den ich habe, ist tatsächlich 1-2-3-Blocks. Das leitet sich wie auch 25-50-75 davon ab, dass die tatsächlich einen Inch hoch, 2 Inch breit und 3 Inch lang sind. Oder eben halt etwas großzügig aufgerundet, 25, 50 und 75 mm. Die bilden zum einen rechten Winkel, sind zum anderen aber auch mit einigermaßen Gewicht ausgestattet und man könnte hier auch, das sind überall Gewinde reingeschnitten, auch noch irgendwas reindrehen und die dann zum Beispiel im rechten Winkel aufeinander setzen. Das mache ich aber eigentlich nie, weil für solche Probleme habe ich den Kollegen hier. Der ist schon ein rechter Winkel, da brauche ich nichts mehr machen. Ja, und den gibt es auch in verschiedenen Größen, das ist jetzt der ganz kleine. Gibt es noch eine mittlere Variante dazu, auch bei, ihr könnt es euch denken, Micromark. Und man hat es beim Aufsetzen auch gemerkt, der hat auch ordentlich Gewicht, den kann man auch mal benutzen, um was zu beschweren. Klassische Winkel habe ich natürlich auch. Da kommt man ja nicht drum rum. Und so ein normaler Winkel, wie man ihn aus der großen Werkbank kennt, ist für den Modellbau meistens ungeeignet. Deshalb gibt es zum Beispiel hier, das sind die Anschlagwinkel von Yoswood, das ist der Anschlagwinkel von Forman in einer kleineren Ausführung. Und das sind hier die Flachwinkel von Yoswood und auch hier der Flachwinkel von Forman, wobei der schon ein bisschen windig ist. Dann würde ich da tatsächlich lieber auf die sehr stabil ausgefertigten Teile aus dem Hause Yoswood setzen in dem Fall. Ja, das war mal so ein kleiner Überblick über Tools, die ich quasi immer wieder benutze, die ich auch in den Videos immer wieder zeige, die ich aber nicht explizit vorstelle, weil sie halt bei mir zum ganz normalen Werkstattkram dazugehören. Ich hoffe, den einen oder anderen war was dabei, vielleicht auch eine neue Idee. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.